Hallo alle und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Immersive Engineering Tutorial. Und heute soll es sich um die Lightning Watt drehen. Das ist ein Multiblock und zwar ein ziemlich ein großer Multiblock. Und ähm, ich habe da schon mal so ein paar Vorbereitungen dafür getroffen. Und zwar wir brauchen einmal an der Seite, also das ist erstmal ein 3x3 Block. Dann brauchen wir erstmal Steel Scaffolding. 3x3, zack, zack. So, dann brauchen wir einen High Voltage ähm, Coil Block Davon insgesamt sogar tatsächlich drei Stück. Und wir brauchen ähm, in der Mitte einen HV-Capacitor. Zack. Und zack. So, dann brauchen wir die nächste Ebene. Die nächste Ebene ist ähm, ohne den High-Voltage, sondern nur mit Light und den Threaded Wood Fans. Und Das heißt einmal an die Seite einen Threaded Wood Fans. Zack. Und dann einmal einen Light Engineering Block in der Mitte. Und dann haben wir einmal noch die letzte Ebene und die letzte Ebene besteht nur drumherum aus Callblocks. Das heißt, wir setzen einmal acht Stück. Zack, 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 Zack. zack. Und dann brauchen wir noch einmal einen ähm, Engineers Hammer. Einmal Rechtsklick und somit ist unser Multi Block schon einmal kreiert. Hier kommt die Energie raus beim Light Engineering Block. Und ähm, da können wir gleich auf jeden Fall ein bisschen was energietechnisch auf jeden Fall zusammenbasteln. Ähm, wir haben hier ein Engineers Voltmeter, damit können wir auf jeden Fall die ähm, Stromenergie auf jeden Fall ein Stück weit messen. Und ähm, ich habe hier schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Das heißt, ähm, ich habe jetzt hier einen, ähm, ja, einen Lightning Watt und ähm, also die, diesen Multiblock sozusagen. Und dieser Multiblock produziert, wenn er vom Blitz getroffen wird, 16 Millionen Wetstone Flux ähm, auf einmal, mit einem einzigen Schlag. Ich habe jetzt hier schon mal so einen Speicher angelegt. Da sind mir momentan 3 Millionen Wetstone Flux drin. Und ihr seht, hier ist auch schon auf jeden Fall eine Speicherverbindung aufgebaut. Und was ihr noch seht, ihr seht hier einen ganz, ganz großen Stilfans. Nämlich, ähm, das ist ganz einfach der blitz wenn man das halt so möchte. Oder der, der Blitzleiter, weil wir wollen ja den Blitz an der Stelle einfangen. Und ich habe oben noch eine kleine Plattform gebaut. Da fliegen wir einfach mal hoch. Um, das geht, das kann auch gerne bis mal wegen bis Ebene 250 könnte das auch noch gehen. Ich habe es jetzt nur bis Ebene 150 gebaut. Um, das reicht auf jeden Fall da auch erstmal aus. Habe es leider nicht geschafft, muss ich gestehen. Dann fliegen wir erstmal wieder runter. Um, ich habe es leider nicht geschafft, dass um, dass ich das hinbekommen habe, wenn ich jetzt hier einen Thunder generiere. Der ist jetzt eingestellt auf dort oben. Das heißt, jetzt wurde gerade ein Blitz generiert. Ich könnte jetzt hier auch noch mal sagen wir von der Ebene noch mal ein bisschen nach unten gehen, zum Beispiel auf 10, dann seht ihr den Blitz auch genau direkt einschlagen, das funktioniert leider nicht, ein manuell erzeugter Blitz klappt leider nicht, ähm, deswegen stellen wir einmal um, ähm, das hat vorhin ein bisschen gedauert im Test, set the weather to, äh, äh, to rain and thunder und das heißt wir müssen jetzt nur, einfach nur ein Stück weit warten ähm, und dann haben wir auf jeden Fall gleich wahrscheinlich ein Ergebnis davon. Um, ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Wir haben. Um, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Multiblock und es ist ein sehr teurer Multiblock. Das heißt, wenn wir einfach mal zum Beispiel halt mal gucken, HV Capital Sitter zum Beispiel. Um, oder HV Transformer, jetzt ist hier im Moment noch keine Energie drin. Um, HV Capital Sitter, zum Beispiel um, Block of Lead, Aluminium Ingot, Steel Ingot, Block of Redstone, Twisted Wood Blanks und so weiter. Oder wenn wir zum Beispiel halt noch den, was hatten wir da noch gehabt, den Light Engineering Block, Light Engineering Block, da haben wir zum Beispiel dann halt auch noch Iron Mechanical Komponenten mit dabei und so weiter. Also das ist auf jeden Fall relativ viel mit dabei. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Beziehungsweise es hat sogar tatsächlich schon funktioniert. Es sind schon zwei Blitze hier eingeschlagen. Und wir gucken mal, ob wir da jetzt so auf die Schnelle vielleicht noch mal, wenn es gleich noch mal blitzt wir da nochmal irgendwie was abfangen können. Also wie schon gesagt, ihr erhöht damit auf jeden Fall mit diesem ähm, Stahlzaun, erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz in diese Maschine einschlägt und ihr dann halt diese 16 Millionen wattstone flux an ähm, Energie zur Verfügung habt. Jetzt müssen wir mal noch ganz kurz warten, ob da vielleicht nochmal ein kleiner Blitz kommt, aber auf jeden Fall zwei Blitze hatten wir auf jeden Fall schon. Das heißt, die Funktionalität dieser Maschine konnten wir auf jeden Fall schon mal darstellen. Hat das jetzt hier geklappt? Na, leider noch nicht, ein bisschen noch zu weit weg, denn der Blitz, ah, und jetzt hat wieder ein Blitz eingeschlagen und ihr seht, ähm, jetzt wird die Energie, wird in unseren ähm, Energy Cube, also in unseren Energiespeicher transferiert und wir haben jetzt hier sogar noch genügend in der Leitung. Wir haben noch 52.000 oder 51.000 Watt und Flux in der Maschine und ähm, ja, das war's äh, von der Lightning Ward von Immersive Engineering. Ich hoffe, euch hat's gefallen ähm, und auch weitergebracht. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.